Sie sind ja touristisch gesehen ein Experte. Was für Umwegrentabilitäten erwartet sich die Landesregierung von diesem Event? Also ich werde mich hüten, Zahlen zu nennen. Das wird man nachher genau analysieren und dann seriöse Zahlen nennen können. Aber wir wissen es aus 1982. Damals ist die Region Schladming durch die WM und damit die Steiermark sprunghaft noch mehr bekannt geworden, hat sich entwickeln können und auf dem gilt es jetzt aufzubauen und auszubauen. Denn vergessen Sie nicht, mehr als 2000 Medienvertreter sind da, bis zu 50 Fernsehstationen verfolgen hier die Rennen und tragen Bilder dieses privilegierten und schönen Fleckens der Erde, nämlich Schladmings und damit der Steiermark, hinaus in alle Welt. Und das ist eine unbezahlbare Werbung, so viel Geld wir auch hineingesteckt haben. Und das haben wir uns gut überlegt. Gerade in Zeiten des Sparkurses muss man aufpassen, aber es gilt auch Prioritäten zu setzen. Da haben wir gesagt, diese Sportgroßveranstaltung, die größte in diesem Jahrzehnt in Österreich, ist uns auch viel Geld wert, weil in der Umwegrentabilität sehr viel mehr zurückkommt für Schladming, für die Region, für die Steiermark und damit für Österreich. Also ich glaube, wer diese Bilder sieht, wie schön es hier ist, wird Lust bekommen, hier auch Urlaub zu machen. Sie haben schon angesprochen, eine WM der Herzen. Kennen Sie das Motto der WM? Ein Skifest mit Herz.